So, wir gehen rein in die neuesten, aktuellsten, besten TikToks, die ich in letzter Zeit für euch mal wieder rausgesucht habe. Und ja, let's go. An alle, die so Angst oder so Ekelzustände bekommen vor Löchern, das hört sich komisch an, ihr werdet sehen, was ich meine. Ich finde das ganz eklig, diese Löcher, diese vielen kleinen Löcher. Eklig. Das löst in mir so ein komisches Gefühl. Kann das jemand nachvollziehen? Ich finde das nicht geil, Digga. Voll geil. Nee, ich bin eklig, Alter. You can only swallow. Du kannst nur... Guck mal, wusstet ihr, dass man nur 2 bis 3 Mal schlucken kann, bis euer Körper euch zwingt, nicht mehr zu schlucken? Also ihr müsst wirklich Spucke schlucken, ne? Ich hab 4 Mal geschafft. 2 to 3 times before your body forces you to stop. Cap. 1, 2. You can only... Boah, ich hab das nur rausgesucht, weil ich mir dachte, wenn ich das im Stream gucke, werden 90% die zugucken, das zu Hause machen. Egal, ob die im Bett liegen. Egal, ob die am Laptop sind, egal, ob die am PC sind, gerade am Zocken sind. Jeder, der mich gerade gehört hat, dachte sich so, echt? Und hat angefangen zu schlucken. Und das, deswegen habe ich die TikTok geliked, weil ich einfach gucken wollte, Bruder, wie das einfach ganz viele Leute gerade in Deutschland gemacht haben. The London Sandals. Ja, warum ich das geliked habe, das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Keine Ahnung. Wieso macht Subway nicht einfach diese Bestellautomaten wie bei Mac ist die World for Real? Oh mein Gott, ich schwöre. Hey. Bro, wer fühlt das? Ich bin Berliner. Bruder, Subway, ich gehe so selten bei Subway, weil das ist so richtig, du musst studiert haben, um bei Subway zu bestellen. Ich habe voll die Angstzustände, Bro. Welches Brot? Welches Fleisch? Welchen Käse? Ja, den normalen. Also den. Ja, nee, den normalen, den halt, ich weiß nicht, keine Ahnung, nimm einfach den, die alle nehmen. Welche Soßen? Auf einmal gibt es 50 verschiedene Soßen. Welchen Salat? Ja, das. Mit Oliven, mit Jalapeno, mit dem. Es ist so kompliziert. Überlegt euch mal, wie geil das wäre, Bro, wenn die, diese Automaten aufstellen würden, wie bei Mc's. Und die hätten so eine Animation. Du nimmst dein Brot, was du möchtest. Und dann sieht man das Brot. Dann den Salat, den du andrückst. Und dann kannst du so gucken, wie dein Sub aussehen wird. Ich hoffe, das gibt's bald. Oh mein Gott. Ich habe gerade herausgefunden, was Frauen mit unseren Hoodies machen. Jungs, ich bin 28 und ich schwöre auf alles, ich wusste das nicht. Die Mädels haben in den Kommentaren bestätigt. Ich muss niesen. Doch nicht. Also, an alle. Wer hat schon mal ein Hoodie seiner Freundin gegeben? Oder ein Mädel? Die Mädels in den Kommentaren haben bestätigt. Nur damit es alle wissen, die ziehen den über ein Kissen und reiten das Kissen mit dem Hoodie dann. 1000 Likes hat dieses Kommentar. Das wusste ich wirklich nicht. Das stimmt for real. Guck mal, hier schreibt eine, manche tragen den im Bett oder im Haus und manche benutzen ihn als Kopfkissen. Oder manche nehmen dann das Parfüm, wonach du riechst. Und riechen daran. Hey, ho, damit, wenn die im Bett liegen, dass es danach dir riecht. Das ist gruselig. Nein, what the fuck, wenn zum Kuscheln im Bett oder so. Also du kuschelst dann mit dem Hoodie von deinem Boy. Damit kuscheln, okay, aber nicht reiten, what the fuck. Aber auch schon lustig, also die kuscheln dann damit. Wenn wir Typen das, guck mal, wenn Frauen das machen, ist das süß. Aber stell dir mal vor, wir Typen würden das machen. Würdest du erzählen, so, ja, ich hab einen Top von meiner Freundin. Und dann liege ich abends im Bett und riech da so dran, Digga. Dann liege ich so schön in meinem Bett, Digga, und riech da so dran, so. Oder wenn, ja, wie so ein Kopfkissen halt. Oder stell dir vor, wir Männer, wir wollen Unterwäsche von unserer Freundin und wollen daran riechen. Dann sind wir die Perversen. Ah, aber Hoodie von uns nehmen und dann daran riechen, das ist okay oder was? Also wirklich, ich mach nur Spaß. Naja, man kann nach außen immer so hart sein, wie man will, aber ich sag euch, also auch meinem Livestream jetzt gerade, am Ende des Tages ist es einfach so, man kann ein Macho sein, man kann Gangster sein, man kann whatever nach außen hin sein, aber Digga, abends will ich mich einfach zu der Dame auf die Couch legen und sie soll mir einfach den Kopf kauen und ich will einfach in ihrem Schoß dahin schmelzen und das ist halt einfach, da bin ich, die Liebe einer Frau kann dir kein Kollege, keiner aus deiner Familie geben, die Liebe von einer Frau kann dir nur die Frau geben, das ist halt auch das, einer der schönsten Gefühle, die es gibt, das ist halt einfach so, ne? Natürlich, natürlich, und du weißt es vielleicht auch. Muss man wirklich so, also ne, Jungs, eins, wer das fühlt, zwei, wer nicht.
Wir können alle auch bei unseren Kollegen einen auf krass machen. Wir können draußen der krasseste G aller Zeiten sein. Aber sobald du zu Hause im Bett liegst, Bruder, mit deinem Girl. Also bei mir ist es zumindest. Da einfach, ich bin ein anderer Mensch. Automatisch. Wenn ich halt die, ich muss Mädel auch mögen, Bro. Wenn ich nur vögeln will, dann juckt die mich nicht. Aber gestern Abend, muss ich wirklich sagen, hatte ich so einen Moment gehabt, Digga, da lag ich im Bett. Und ich bin so ein Seitenschläfer. Kuss geht aus an alle Seitenschläfer. Da lag ich so im Bett, Bro, auf der Seite. Und ich lieg immer links. Und ich musste an Elina denken, weil Elina hat immer rechts geschlafen. Und dann hat mir meine Schulter wehgetan und so. Und dann habe ich mich so umgedreht. Und eigentlich war das dann immer so gewesen, dass wenn ich mich umgedreht habe, oder habe ich mich so umgedreht, habe ich ihre Hand genommen und die so um mich rum gemacht. Und dann habe ich mich so umgedreht, Digga. Und dann habe ich wirklich so, so nach rechts geguckt, dachte mir so, war schon eine nice Zeit. Also um 3 Uhr morgens oder so. Ja, das war schon ein bisschen sad, Digga. Ich schwöre sogar, ich vermisse den in den Streams. Ja, man merkt immer, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat. So ist es immer, Jungs. Ey, Jungs, ich kann es nicht mehr sehen. Es tut mir leid für alle, aber ich kann es nicht mehr sehen. Das sind die Augen. Das ist die Nase, das ist der Mund. Guckt es euch an. Bro, ich seh jetzt nur noch diesen Typen, der so macht. Ich schwöre. Seht ihr? Scheiße, Alter. This one is for the male order. Boah, Kuss und Gruß geht an alle Jungs, die es nicht können, nicht Steine im Mund zu schmeißen. Als Tasty und ich mit Vanessa die Insel erkundet haben, ne? Das ist ja das Lustige, das habe ich dann Tasty geschickt, das TikTok. Da haben Tasty und ich überall Steine untergeschmissen an den Klippen und so haben wir die runtergetreten und so. This one is for the male. Das ist unser männlicher Instinkt, irgendwas kaputt zu machen, Digga. Auch bei Simon auf dem Bauernhof, als wir Verstecken gespielt haben, da haben wir auch einen Stein untergeschmissen. Den Berg runterkullern lassen. Warum auch immer. Das würde mich echt interessieren. Warum haben wir Männer die Veranlagung, so einen fetten Stein? Also, würdet ihr das auch machen? Ihr seid im Wald, ihr seht da vorne einen Fluss. Würdet ihr diesen Stein runterschubsen? Safe. Ich weiß gar nicht, warum. Das ist so ein Instinkt von uns. Irgendwie so, oh, da ist ein Stein, der könnte da runterkullern. Komm, ich trete den da mal runter. Das wird bestimmt lustig. Vielleicht ist das ein Gefühl von Macht, ja. Gummiente, vielleicht so wegen Macht oder so. Wichtiges TikTok. Wichtiges TikTok, Digga. Es wird wieder absolut ekelhaft. Yo, Annie ist back, Ehrenfrau, danke für den neuen Sub. Ich küsse deine Füße. Da lacht die nette Dame. Die Videos sind wirklich auch extrem witzig, wenn Frauen Männer schlagen. Und das Video hat sogar 300k Likes und so sehen die Kommentare aus. Geil, will ich auch gerne mal machen. Ob das moralisch ist oder nicht, das war krass lustig. Einfach ich, die war schön. Fühlt's. Einfach ich. Denkt ihr, die Mädels hätten das kommentiert, wenn das andersrum gewesen ist und der Mann hätte so deine Schelle gegeben? Ich heule, hahaha. Ich hoffe, ihr... Denkt ihr, die hätten das kommentiert, hätte er sich gewehrt? Also denkt ihr, die hätten das so geschrieben, wenn er auf ihre auch so gemacht hätte? Ich glaube nicht. Das ist immer noch so witzig und ihr fühlt das immer noch, wenn euch mal ein Mann schlägt. Oder dürfen nur Frauen Männer schlagen und Männer dürfen keine Frauen schlagen? Wonach riecht es hier? Hier riecht das Doppelmoral. Du brauchst keine Hausfrau sein, wir besorgen uns eine Haushaltshilfe. Wieso hab ich das geliked? Achso, das habe ich aus persönlichen Gründen geliked tatsächlich. Ich habe mich kommentiert, hey, du brauchst keine Hausfrau sein, ich habe bereits eine Haushälterin. Damit dachte ich, ich könnte ihr gut imponieren, habe sie auch auf Instagram angeschrieben, aber keine Antwort. Das habe ich geliked, Bruder, weil ich euch einfach mal die teuerste Boxerhose der Welt zeigen wollte. Und zwar hat der gute Kollege eine Richard Mill dran geklebt und noch eine Richard Mill dran geklebt. Kostet wahrscheinlich ungefähr 500.000 insgesamt, die Boxerhose. Die waren alle fake, wurde bestätigt. Oh Gott, wie cringe. Ja, das waren die besten TikToks, die ich in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen gesehen, gehört, was auch immer habt. Timon Gaming 19, Dankeschön für den neuen Prime Sub, Bruder. Und einfach Oliver, danke für 18 Monate. So, Ja, ich fühle nur noch Pain. Ihre Blicke, ja, ich werde es sehen. Bin so lost, doch die Füße im Frame. So aufgeschneidert, ja, es